Yo, wunderschönen guten Tag, meine schwulen Spritzer, Cronies hier am Start und yo Männer, heute mal etwas langsamer, damit es so jeder versteht. Und ja, wir werden uns heute auf jeden Fall mal die neuen Sticker angucken. Wir haben sie noch nicht angeguckt, ich habe extra aufgehoben fürs Video, Exi haben wir hier mit am Start. What up Leute, was geht ab? Und der Exi hat sie sich auch noch nicht angeguckt, okay, gucken wir mal. Hier haben wir auf jeden Fall wieder Pick'em, da kann man auf jeden Fall wieder irgendwas picken, habe ich jetzt so noch gar nicht verstanden. Das gucken wir uns nachher mal genauer an. Als erstes gucken wir uns auf jeden Fall mal die Sticker an, die es hier gibt. Hier gibt es auf jeden Fall Mega Legends und Challenger, die gab es schon immer. Mega Bundle ist neu. Was? Oh! 37,50. Da müssen wir ja eigentlich schon eins kaufen. Komm, mach mal. Ja. Oh, jetzt kann man hier cool so zum Store hinzufügen. Ja, ja cool. Den nehmen wir da auch noch. 3, Alter, 89 Euro. 93 ja, Euro. Alter. 93 da Euro. Hat der Crony richtig Bock, oh. Leute. Nein, ich hab nicht so viel Geld drauf. Hashtag Bruch in die Kommentare, bitte. Scheiße. Ja gut, Freunde, wir machen ein kurzes Päuschen. Ich muss kurz was verkaufen. So, Boys. Kohle sollte jetzt aufgeladen sein, hoffe ich doch auf jeden Fall. Hier packen wir eins ein, hier packen wir wie gesagt, es leckt. Hier packen wir auf jeden Fall von jedem drei ein. Ups, das waren vier, die können wir uns nicht leisten. So, was ist denn hier? E-League kaufen wir uns, denke ich, mal. Oh, das sind direkt die Sticker. Ja, das sind direkt die Sticker. Okay, die hebe ich dann aber auf, weil, Freunde, am Ende des Majors wird alles wieder 75% runter reduziert. Und deswegen werden wir die auf jeden Fall den später kaufen. So, jetzt haben wir auch genug Kohle drauf. Ist das denn confirmed? Weil das war auf jeden Fall immer so, dass es so reduziert war danach? Ja, das war immer so. Ja. Also ja, ich denke nicht, dass die da jetzt irgendwas ändern. Wow, was? Guck ich das mal an. Ach so, hier muss ich jetzt langsam durchscrollen. Warte mal, ich mach mal ganz schnell und dann gucken wir uns das nachher im Detail an. Hier ist nämlich Megapack, okay. Heißt also... Ach so, du kriegst von jedem quasi das Normale und den Bonus-Sticker. Oder... Das ist nicht Holo, aber... Was ist denn das? Keine Ahnung, sieht schon. Nee, das ist, glaube ich, nur ein normaler Sticker, oder? Ja, zeig mal den daneben, dieses versiegelte. Ah, das ist ein Spray! Ein Graffiti! Jawoll! Ja, leck ich aber. Geil, das ist Alter. Cool. Das ist echt cool. Virtus Bro auf jeden Fall am Start. Wird direkt natürlich ausgerüstet. Hier, Virtus Bro, zack. Muss dran. Und ja, und jetzt haben wir jeweils noch eine Autogrammkarte bei jedem dabei. Guck mal, das ist auch in dem Megapack mit enthalten. Richtig cool. Cool, machen wir mal auf. Komm, Pascha Biceps, den wollen wir haben, den kleinen Schlingel. Ein weiter. Snacks ist aber auch cool. Snacks ist auch okay, aber ja, Pascha Biceps wäre schon besser gewesen. Komm, hier wollen wir den guten haben? Pimp, Digga. Pimp. Oder? Ja, wir haben Pimp. Das ist geil auf jeden Fall. Kann man sich einfach auf blaue Sachen kleben. Jetzt steht da einfach mal Pimp. Ist auf jeden Fall nice. Wen wollen wir hier? Den guten Wacko. Fallen oder Cold Zero? Fallen stimmt, ist auch krass. Oh nee, wir kriegen fertig. Der ist jetzt nicht ganz so nice, also entscheide ich nicht ganz so hart. Aber ein guter Spieler. Aber ein guter Spieler, ja. So, hier muss ich ehrlich sagen, kenne ich gar keinen. Doch, Tarik stimmt. Tarik kennen wir. Kriegen wir aber leider nicht. Alter. Boah, mit dem ganzen Opening. Ich glaube, wir machen nachher die Pick'em-Challenge. Wird, glaube ich, ein extra Video, Boys. Ansonsten dauert es hier 30 Minuten, bis wir das hier alles durchgegangen sind. Ist ja wirklich krass, was die heute auf den Tisch gelegt haben, ja. Gaben hat da auf jeden Fall die Eier ausgepackt, auf den Tisch gerieben. No homo. Aber, ja, Alter. Ist auf jeden Fall heftig. Ist auf jeden Fall auch wieder, hier brauchen wir Simple. Ist auf jeden Fall heftig. Schade. Der wäre teuer gewesen. Gute Sache hier für Gaben. Der macht wahrscheinlich wieder ordentlich Kohle an der Geschichte. Ja, Digga, ich habe hier schon 100 Euro ausgegeben. Ich wollte gerade sagen. Da guck mal auf jeden Fall. Oh, der gute Dennis. Der haben wir hier am Start. Ist am Start hier. Ja. Das wird nachher, denke ich, auf jeden Fall ein extra Video mit der Pick'em-Challenge. Das werde ich mir nachher nochmal ganz genau angucken mit dem Exi zusammen. Ja. Und analysieren, weil es sieht ja alles schon ein bisschen komplexer aus als die letzten Jahre. Muss man mal sagen. Ja? Das stimmt. So. Auch von dem Aufbau her, wie das davon aussah, das sah auf jeden Fall ein bisschen anders aus. Das sah echt ein bisschen anders aus. Komm, wen haben wir hier? Den guten Lekro. Oh, Flascher wäre schon cooler gewesen, würde ich sagen. Ich glaube, du hast echt den schlechtesten gezogen. Also vom Namen her kennt man den halt wirklich gar nicht. Der Hobbit.
Der Hobbit, Alter, geil. Nein, du kriegst Zeus, Digga. Wir wollen doch den Hobbit. Sus. Oh, wir wollen doch den Hobbit. Boah, wie noch ein Päckchen. Alter, richtig viele rote Sticker hier am Start. Das ist krass. Richtig, richtig krasses Päckchen gewesen auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn man sowieso jeden will, lohnt sich das sogar, weil da kriegt man ja noch 20% Rabatt. Klar, zum Schluss wird es wahrscheinlich wieder 75 sein, bin ich mir ziemlich sicher. Olaf Meister. Olaf mit dem Helm. Nein. Wir kriegen nochmal den Dennis. Ey, nix gegen Dennis hier, ja? Wir haben schon genug von Dennis heute. Olaf. Komm. No, der Waylander. Wir kriegen auch keinen, den wir brauchen, Mann. Wir kriegen keinen, den wir wollen. Schade. Schreibt immer in die Kommentare, was eure Lieblingsspieler sind. Bei mir ist auf jeden Fall Pascha Bizeps und Olaf Meister. Yoshima, gut, das ist gut. Den können wir gebrauchen, sagst du? Ja. Okay, das war mal nicht schlecht. So, jetzt haben wir hier noch zwei Päckchen aktuell. Danach kommen wir zu den Clans. Challenger und Voll. Kenny. Ja! Aber am Start. Das ist schon sehr gut. Das ist sehr gut. Damit können wir arbeiten auf jeden Fall. Damit können wir absolut arbeiten. So, Astralis wird natürlich auch aufgeprügelt. Dupree, den kenne ich auf jeden Fall. Oder Device. Dupree wäre hier gut. Schade. Wir kriegen Kiawobai. Wobei der auch nicht bad ist. Da können wir vielleicht auch mitarbeiten. Kiawobai. Ja, jetzt machen wir hier die erste Challenger-Ding auf. Ist natürlich brutal teuer. Aber die sehen ja übersick aus. Die sehen echt richtig sick aus. Komm, Kenny S. Oh, die Face-Dinger. NBK brutal, ist eigentlich auch nicht schlecht, ja? Der locht das ein oder andere Mal ein. Uiuiui. So, ihr versteht, was ich meine. Die sehen ihn mal. Oh, Alter, guck dir das an, wie krass die, das ja, aussieht. Ja, vor allem die Orangen finde ich übersick. Stell dir das mal vor auf so einer Orion oder so. Oder auf einer Asimov. Richtig ja, heftig. Ja, Mann, mega sick. Die sehen echt, echt krass aus. Geil. Muss man sagen, kann man sich mal getten. Ja, komm. Eine Boom. Boah, heftig. Happy, Kenny S, happy. Oh, nee, wir kriegen hier irgendwas, Digga. Aber gelb ist, sieht auch richtig fett aus. Ja, mega gut. Über heftige Sticker auf jeden Fall. Krank. Gefällt mir sehr gut. Megapack gefällt mir auch, aber die hier halt in Foil sehen einfach so geil aus. Ja. Sehen so geil aus. Boah, Fnatic. Oh. Alter, die sehen alle sick aus. Die geil. Sehen echt alle geil aus. Oh, eins neben dran war Pascha. Ja, schade, Mann. Sehr, sehr schade. Oh, aber die schauen so gut aus. Holy fuck. Oh, Mann, manchmal leck ist hier beim Aufmachen. Ich hätte in den Lobby gehen sollen, da wäre das nicht der Fall. Schon wieder den. Er soll es denn? Eins bei, links. Fallen wäre doch nice gewesen. Oh ja. Hätte tipptopp auf die AWP entweder diese schwarze oder diese silberne. Wie heißen die silberne nochmal? Graphite. Die Graphite, genau. Graphite. Hätte richtig gut drauf gepasst. Edward hier am Start, ja gut. Also ich glaube, den absoluten Knaller haben wir hier noch nicht gezogen, muss ich sagen. Noch nicht. Oh, jetzt was kommen nicht hier. Ist, kann doch werden. Hier Holo geil, Teams. Alter. Oh, Godsend. Sieht übersick aus, Godsend. Also bin ich sogar froh drüber. Oh. Ja? Ich fand Face richtig nice. Ja, wir haben noch ein paar. Komm. Ja. Mal gucken. Auf geht's. Ja, auf jeden Fall. Oh, nee, die wollen wir eigentlich G2, nicht. Nee. Finde ich nicht geil. Feier ich absolut nicht. Naja. Das ist einfach nicht so cool. Ja, das stimmt. Das stimmt absolut. So. Oh, Hellraisers? Ist nicht schlecht. Kann man mitarbeiten. Sieht bestimmt auch brutal geil auf einer AK Redline aus. Boah. Alter, sind da viele rote Sticker mit dabei, diesmal. Komm, Virtus, Bro. Virtus, nein. Ein zweiter. Mann. Astralis sieht auch richtig, richtig nice aus. Ja, aber ich will doch Virtus, Bro. Bringt mir doch nix, Astralis. Bringt mir doch nix. Komm, Virtus. Oh, komm, wie oft Virtus, Bro hier durchflutscht, Alter. Hä? Warte mal, bevor du jetzt hier ganz schnell wegmachst. Ja. Guck mal. Hier ist Fnatic und da ist nochmal warum? Einmal Holo, einmal Voll. Ah, okay, lol. Guck, hier können wir nochmal gucken. Einmal Holo und einmal in Voll. Ja. Voll sieht natürlich absolut pervers geil aus. Ach, jetzt raff Virtus ich das Bro. Oh ja! Nice! Virtus Bro in Voll. Nice, Digga. Das ist ein richtig geiles Ende für die Serie. Absolut geil. Ja. Sexuell auf jeden Fall. Gefällt mir gut aus. Sehr, sehr gut. Wir gucken jetzt auch hier gerade nochmal, was die Sachen wert sind. Wir haben jetzt hier fucking 90 Euro ausgegeben. Ist natürlich teuer. Oh, der ist aber schon 10er wert. Ja, okay, 2 Euro. 4 Euro, 2,70, 8 Euro, Oha.
3 Euro. Oh, ich glaube, hier sind wir gar nicht so hart, Alter, im Minus. Das ist echt nicht übel. Was? Das ist echt absolut nicht übel. Ja, kann man auf jeden Fall mit arbeiten. Ich glaube, so viel Minus haben wir gar nicht gemacht. So, kann man sagen. Schaut dann auf jeden Fall beim Exi vorbei. Der wird auch noch so ein Video aufnehmen. Und ich werde nachher mit dem Exi noch eine Pick'em-Challenge auf jeden Fall aufnehmen. Die kommt dann vielleicht morgen, würde ich sagen. Und ja, in diesem Sinne, bis Spider-Man. Schreibt in die Kommentare, wie ihr die Sticker findet und welches euer Lieblingsteam ist. Bei mir wird es Bro. Bam, bam, bam. Bam, bam, und bam. Schlussfolger geht an der Exi. Ja, Leute, war auf jeden Fall hier eine leckere Nummer. Und haut da rein.